Und somit begrüßen wir den Bayern. den Bayern. Main. Moin Moin. Und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ Standalone mit den Südländern. Applaus. Hey. So, und irgendwo da hinten, da kommt er. CD, lauf doch. Oh Mann, wollen wir denn gegengehen? Ja, Rally, lauf zu. So, für die Jungs, die ihn nicht verstanden haben, also ich bin der Mütz auf jeden Fall. Und die neue Stimme ist der Berserker und der Juppie, der kommt da hinten irgendwo. Warte. Warte. Jetzt kommt er wieder Mode. Warte, er hat sich Muskeln noch nicht draußen. Warte. So, jetzt. Hallo. Oh, oh. Hast aber ein hübsches Tätschchen an. Ein Verein. Aha. Oh. Möchtest du in die Schule gehen? Mit Fahrradhelm. Der böse fremde Mann will dir am Popo. Ja. geht's dir gut? Hast du Essen, Trinken, alles? Ja. Ach, rein. Ja, dann lass uns doch mal, was haben wir jetzt gesagt? Wir sind da und da und da und da und wir wollen nach Pusa, ne? Also müssen wir... Ja genau, also wir sind jetzt beim Topolka-Damm und wenn wir jetzt hier genau geradeaus laufen, dann kommen wir nach Pusa, genau. Dann lass uns doch mal machen. Oh. Soll ich voraus? Wir können ja nebeneinander, miteinander abwechseln. So. Ja, für die Leute, die jetzt gar nicht Bescheid wissen, was hier abgeht. Ich habe irgendwie vor ein paar Folgen mal gesagt, ich möchte gerne mit dem Berserker, unserem ersten Abonnenten, zusammen aufnehmen. Und das hat direkt irgendwie fast geklappt, fast direkt. Wir haben natürlich, wie auch angekündigt, nicht unser normales Let's Play unterbrochen. Das ist einfach, das läuft weiter. Wir spielen extra im Hardcore-Mode, also First Person, um eben halt jetzt dieses laufende Let's Play eben halt nicht zu zerstören, sag ich mal, ganz vorsichtig. Ja, haben uns jetzt irgendwie mehr oder weniger zusammengefunden, damit man eben halt sich ein bisschen Aufnahmezeit erspart, ne? Weil, ich habe glaube ich Stündchen zwei gebraucht, bis ich hier war, ungefähr, so mit Sterben und so, ne? Und gestern Abend haben wir auch schon aufgenommen, oder nicht aufgenommen, gestern Abend sind wir hier halt reingerannt, da waren wir auch eine Stunde unterwegs, ne? Ja. Aber wo halt, ne? Also, beziehungsweise so noch ein bisschen länger. Ja, und das Schlimme ist, ich bin da ja dreimal, glaube ich, gespawnt jetzt insgesamt. Hatte eben, oder gestern Abend einen witzigen Bug, ich konnte halt nicht wieder einloggen, hab halt, bin halt gestorben und konnte nicht respawnen und nix und bin halt runter, wollte wieder auf den Server rauf und stand dann halt nur, please wait. Und das dann irgendwie gestern Abend eine Stunde, vorhin irgendwie auch eine Viertelstunde und dann bin ich im Ladebild verhungert und verdurstet. Naja, so ist meinem Schwager Alex ja auch gegangen, ne, letztens. Es ist echt hart. Aber hat es nicht geheißen oder gehießen von den Entwicklern, dass man nur noch maximal 2 bis 10 oder sowas ohnmächtig ist? Ich war dann ohnmächtig und wollte dann halt dann noch länger rumpimmeln. Und hab mir dann halt gesagt, hier komm, respawn und go, ne? Und dann bin ich ja halt, wo bin ich jetzt, Kamisho, wo bin ich gespawnt? Und hab den Berserker eben halt direkt getroffen. Quasi. Gut. Du hast ja noch ein bisschen gebraucht. Wie war deine Pizza? Die war lecker. Sehr gut. Was gab's? Salami. Also ich habe hier Augustiner Edelstoff. Was? Edelstoff, das ist Alkohol. Glaube ich, Bier, ne? Ja, das stimmt. Ist ein bayerisches Bier, ja. Siehste, was bist du denn für ein Südländer, der UPA? Mein Gott, ey. Ich hab hier Whisky da. Ich hab Duden von mir liegen. mein Akku ist leer. Mein Handy sagt, mein Akku ist leer. Ist cool, ne? Schon wieder. Also die Schultasche schaut wirklich süß aus, ja. Ich kann's ja verraten. Ich hatte sie gestern auch schon, aber in Orange, glaube ich. So rot-orange. Mit Buntstiften drauf. Bitte toll. Wir wollten dich eigentlich überraschen kommen, aber... Was ist denn da für ein Motiv drauf? Auf der grünen? Auch Buntstifte? Nee, dann hab ich was anderes drauf. Buntstifte, ja. Vielleicht war aber mir ein Blümchen drauf. Ja, Fleisch ist, weiter. Ja. Also ich wäre ja auch dafür, dass es eine Schultüte gibt, ne, wo man Sachen reintun kann. Also wenn du mich fragst, ich finde das schon wieder fast ein bisschen suspekt, dass es Schultaschen gibt.
Also man kann die Leute fesseln, man kann den Leuten irgendwie Säcke in den Kopf schieben jetzt, man kann sie mit Sachen füttern. Du wolltest eben in der Voraufnahmebesprechung mich ja auch schon ein bisschen befummeln. Und dann bringen sie Kindersachen mit rein. Ah. Ah. Ja, fehlt bloß noch so eine japanische Schuluniform, ne? Oh, jetzt wird's kriminell. Ich glaube, du müsstest das Video direkt auf 18 schalten. Ich mein, asiatischen Charakter kannst du ja erstellen, ne? Oh, wait. Also, ich bin mir sicher, dass irgendwann nur Röcke kommen. Ja, mit Sicherheit. Gerade für so einen. Ja, die haben so viele Klamotten da reingebaut, also da kommen ganz bestimmt noch irgendwelche Röcke oder ein Kilt oder sowas, ne? Juppie. Genau. Ich hab schon die besten Sachen im Kopf. Wir beide im Röckchen und dann gehen wir die Jungs ärgern. Ja. Also wo ich letztens neu angefangen habe, da habe ich so einen gelben Bauhelm aufgehabt. Und da wollte ich, dass man zum Beispiel YMCA als Animation machen kann. Ja, das ist... ich finde die Bauhelme jetzt irgendwie... Ja, ich finde die schon witzig, ne? So ist nicht. Den Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber es ist auf jeden Fall witzig. So, ich glaube, mehr links, da ist ja dann eh schon Buster. Ich wollte eigentlich vorher dich noch flamen, muss, ne? Hier, warum? So. Jetzt haben wir einen richtigen Navigator, nicht so einen Alibi-Navigator wie dich. Du traust dich ja nie. Ne? Du kannst ja mal zeigen, was du kannst. Nur weil du einmal Vibo gefunden hast, weißt du? Also in Buster gibt's einen Brunnen. Und so ein Backsteinhaus, also ist jetzt nicht so viel los, aber man kann ja mal reingucken, ne? Okay. Ich bin eigentlich auch am überlegen, ob ich jetzt einmal so richtig auf Bayerisch umschalte, weißt du, weil das mir nicht mehr so versteht. Google Übersetzer haben wir auch da. Gucken, was der kann. ich glaube, also wenn du deine Familie nochmal grüßen willst, dann hau rein, ne? Aber ansonsten müssen wir, glaube ich, die verstehen können. Guck. Ja, klar. Also ich grüße dann also meine Schwester und meinen Schwager, ne, und auch den anderen Schwager, den Maibaum. Der heißt Maibaum deswegen, weil er 2,6 Meter groß ist. Ne? Also hallo, hallo. Sehr gut. 2,6 Meter, ey. Krass. Das ist ein Stand. Ja. Ja, ich meine, ich bin 1,90 Meter und ich bin der Kleinste von uns. Ah, sauber. Warte mal, deine Schwester ist größer als du. Es gibt auch hübsche lange Frauen, also große Frauen. Also, ja, ne? So, die Schwestern, nee, ich meine schon von meinen Schwagern. Also wenn ich mich mit meinen Schwagern zusammenstehe, dann muss ich immer den Kopf hochheben, ja. ich bin jetzt mal... Da geht er rein und macht gleich die Tür in der Sicht, so die feige Sau. Oh, das war nicht mit Absicht. Das ist die feige Sau, oh, du bist doch ganz schön, ne? Komm dann mal raus, so. Ja, keine Munition für dein Gewehr, ne? Doch. So, da ist jetzt der Brunnen hier. Also wer Durst hat. Also ich trinke lieber ein Bier, Prost, ne? Ja, Prost. Oh, bin ja schon fast. Was hab ich denn? Hab ich noch? Meine Wasserflasche, siehst du? Ja, ich hab schon richtig gute Sachen gefunden. Ich hab schon gute Sachen gefunden, musste einiges schon liegen lassen. Weil kein Schuhranzen mehr. Oh. Ja, weil ich gar nichts hatte. Was brauchst du, weil da lege ich mal ein bisschen was beim Boden. Nö. Geht schon. Papier. Hab ich denn? Ja. Ich hab Powered Milk, ich hab ein bisschen Vitamine. Ach, siehst du, da könnte ich einfach mal. Weil ich hab so viele Punkt 45er Pistolenmunition, also da hab ich 3x40er Stacks. Könnte ich einen abgeben, da kannst du dir ein paar Zäpfchen hinten reindrücken. Boah, geil. Warte. Warte, was war denn hier? Da, guck! Da muss rein. Oh, schön. Ich glaube, wir müssen echt aufpassen. So, sonst müssen wir noch zensieren hier. Jetzt hinsetzen, sonst geht's los. Der geht jetzt ab, pass auf. Sehr schön. Also das Niveau ist einheitlich hier, das gefällt mir. Ja, jetzt schauen wir mal in das Haus da, weil ich glaube, das ist eh das Größte hier in dem Ort. Das Schaufensterhaus hinten ist, glaube ich, noch eine Halle oder irgendwas gewesen. Das ist so einfach, ja. Oh, ein Rucksack, siehst du, hast du einen.
Also ich meine, wenn man jetzt richtig ernsthaft taktisch vorgeht, also ich würde immer vorschlagen, so machen es wir immer, dass immer nur eine Person in ein Haus reingeht und ein anderer draußen sichert. Weil wenn man zu zweit oder zu dritt in einem Haus rumläuft, da versperrt man sich immer nur einen Weg oder schnappt sich einen Loot weg, ne? Ja. Ach, wir haben uns gut geteilt miteinander. Das Ding ist halt, also rein theoretisch ist das natürlich richtig so zu spielen, ne? Gerade auch wegen Deckung geben und so, ne? Nur das kannst du halt bei einer Aufnahme halt grob nicht bringen, weil dann bin ich halt nur unterwegs und übel krieg gar nichts mehr. Obwohl, das ist halt auch normal so. Nur das zieht das Ganze ja auch extrem dann noch, also noch mehr raus, ne? Lass mal hier rüber noch zur Halle gehen. Weil ich finde, also so unsere halben Stunden Parts sind natürlich schon sehr knackig zwischendurch. Nur wenn du wirklich eine halbe Stunde ein Haus durchsuchst, dann ist halt doof. Hast du schon eine Nahkampfwaffe? Gibt da nicht überall gleich viel. Nahkampfwaffe? Nein, ich nicht. Ich hab einen Kompass. Ich kann damit werfen. Guck. Hier drin ist ein Basic. Oh ja. Mit einem Kompass kannst du einen Finger einzwicken. Komm her, Jubi. Ja. Steck ihn mal rein, ne? Komm. Sollst du schubsen? Finger rein. Nein. Na gut, dann. Ja, diesen Deckelding haben wir zu machen, aber das hat echt keinen Sinn. Also, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir mal Richtung Mogilevka weiterlaufen, weil hier in Pusta gibt's wirklich nichts. Gibt's echt nichts, ne? Ja. Doch, eine Pepsi habe ich gefunden. Ich hab einen Rucksack. Ich bin eigentlich total happy, ne? Also, machst du den Navigator. Ich glaube, jetzt hinterher. Ich ignoriere meine Map, ne? Ah, okay. Also der Trampelvater, der würde jetzt runtergehen nach Bigorodki, aber da gehen wir ja jetzt nicht hin. Was geht hier auf dem Server in Cerno? Ich? Nee. Nee, wir haben unseren Wegplan schon durch. Ah, okay. Du hast, du warst bei der Vorsprechung nicht dabei, du hast verloren. Ja, ja, wir müssen ja halt schauen, weil du hast ja auch einen theoretisch nur bis 10 Zeit und ein Berserker kann halt auch nicht so lange. Ne, ich kann heute schon lang. Siehste, Juppie? Bist du schuld? Ich weiß, ob heute der letzte Tag wäre, an dem wir mit morgen Berserker ist vorbei. Morgen ist der Schluss. Achso, morgen ist der Server abgeschaltet, ne? Nein, also der Aufnahmeplan für heute, irgendwie gucken wir mal, jetzt in ein, zwei Stunden aufnehmen, das war ja so, denke mal, eine ganz gute Zeit. Wir sind ja jetzt irgendwie auch nicht, ja, wir sind ja irgendwie jetzt momentan noch nicht so müde, sag ich mal. Das gibt, weißt du selber, dass da die Stimmung teilweise schlicht, wenn man dann noch zwei, drei Stunden am Stück spielt. Also grundlegend, ich bin halt, war vorhin schon nach dem Schnacken war ich ja, oder nach dem Schreiben und so, war ich ja schon sehr begeistert von Berserker. Und jetzt eben halt, man kann ihn halt auch verstehen, ja, ist gar nicht so schlimm. Und dein DSL macht das ja auch mit. Ja, aber ich richte mich ja nach euch, ne? Wir passen uns auch an. Also das ist schon, ist alles cool. Also ich glaube, da haben wir den richtigen gefunden. Das Ding ist halt, wir müssen halt schauen. Ich kann das halt jetzt nicht irgendwie 500 Folgen lang machen, diese Aufnahme. Denn das normale Let's Play ist... Du musst eine Hardcore-Serie machen. Also entweder Regular oder Hardcore-Serie. Genau. Weil die normale Folge läuft ja jetzt noch und ist ja gestern Abend nicht beendet worden, sagen wir so. Also von den Gegnern aus. Nicht spoilern! Doch, ich hab jetzt ein bisschen, also wir sind halt Helden, ne? So. Also ich auf jeden Fall. So, nein, komm, jetzt sind wir zu viel. Aber wir laufen noch jetzt in Richtung... Cerno. Das ist jetzt Bigorodki, ja. Achso, wenn du mit. Übrigens, das rote Haus, was da unten ist, das ist in der Daisy Mod ein Spawnpunkt für ein Pickup. Also, das ist hier auch eigentlich ein wichtiger Punkt hier. Guck mal, wie geil ist das denn? Wir haben hier voll den Insider. Total geil. Ohne Witz, hä? Ja, komm, wenn du jetzt hier die Stromleitung entlang verfolgst, nach rechts, dann kommen wir zum Oserko-See. Nee, zuerst zum Kopytosee und danach zum Oserko-See. Ich guck nochmal auf die Map. Ich finde da keinen See. Wir hatten hier ein Zeltlager. Oh. Ja, ich habe das vorhin ja eben schon beim Schnacken eben vorher bemerkt, dass du doch sehr viele Stunden schon gespielt hast.
Wollen wir denn unten nicht ein bisschen looten gehen, oder was? Ja, also da unten in der Scheune wär schon gut, ja. Lass uns mal die Scheune noch mitnehmen. Aber man muss hier aufpassen, also Das ist hier Küstennähe, also man, es könnte immer nur sein, dass hier ein paar so, in Anführungszeichen, Bambis rumlaufen, ne? Ja, gestern Abend, weiß Bescheid. Mehr wollen wir nicht sagen. Nochmal auf das Thema zurückzukommen. Also sprich, wir machen jetzt irgendwie zwei Stunden aufnehmen. Das sind also rein theoretisch irgendwie 4 bis 5 Folgen ungefähr. Und dann müssen wir mal schauen, wie das bei uns in dem normalen Let's Play ausgeht, sag ich mal. Und dann müssen wir uns halt gucken, auf was wir Bock kriegen, ne? Weil zweimal Daisy hochladen ist, glaube ich, nicht so ganz so geil. Aber wir haben halt ja auch vor, Livestream und so weiter zu machen. Und da ist ja jetzt hier dieses Hardcore halt auch gar nicht so schlecht für. Guck mal hier, Hüppi, Nähtäschchen für dich. Ich habe auch schon genäht heute. Ich habe meine Jacke schon genäht. Also ich gehe mal nochmal rauf zum Waldrand, weil da gucke ich hier über den Ort. Weil es ist wirklich nicht so gut, wenn man zu dritt in einem Gebäude rumläuft und dann gar nicht sieht, was vielleicht auf einen zukommt. Also Ich laufe jetzt mal zum Waldrand hier rauf und beobachte die Gegend. Alles klar. Wir beeilen uns. Juppie, hast du gehört? Ja, ein Zombie habe ich gehört. Nicht wieder so lange da irgendwie Blümchen pflücken, ne? Nein, ich will meine Hose nähen, aber das macht ja nichts. Arsch. Musste halt kaputt sein, ne? Also, denke ich mal. Achso, die ist ruin. Ich habe auch eine neue Hose gefunden. Toll, dein Nähkästchen geht nicht, weißt du? Kriegst du mir so einen Scheiß an. Also bei mir, also ich musste das Nähkästchen halt über die Jacke rüberziehen und nie, ne? Wisst ihr eigentlich, dass die Meeresküste die Elbe ist? Jetzt hier im Spiel? Ja. Verarsch mich. Quatsch. Nee, das war in der Schiene, da bin ich sogar schon gestanden. Aber dann irgendwo im Osten oder so, also nicht bei uns hier oben im Norden. Das, ist, das würde ich erkennen. Südöstlich von Dresden, ja. Da waren wir auf Urlaub in einem Ort, der heißt Stadt Wehlen. Okay. Und da sind wir dann auf, da geht die Elbe entlang. Und da ist so eine Bergformation, die heißt Bastei. Und wenn du hier rüber schaust, da ist auch so ein Berg, so ein felsiger, diese Pik Koslowska. Das ist auch so, ja, so ein Berg, der halt von der Elbe freigespült wurde, ne? Okay. Also, Juppi, dass das Ding hier in echt gibt, das wussten wir. Ich hatte von einem Link bekommen, von einem Ingame-Video. Ein Google View-Video oder Google Map-Video. Wo er mit der Street View eine Scheune wiedererkannt hat, die halt in-game ist und noch im Real Life gibt. Diese große Metallscheune, weißt du? Dieses riesen Blackding. Da kommt er. Also dass es da eine Google Map von gibt, dass man sich das angucken kann in echt, das habe ich auch schon gesehen. Aber es ist halt, ja, wie bei den Noobs hier, weißt du? Wie die Sie-Noobs. Da haben wir hier unseren Profi-Navigator, das ist echt zu geil. Ich denke mal, dann auch auf jeden Fall eine Bereicherung für die Zuschauer, für die auch noch nicht so viel Daisy gezockt haben oder nur Elektro kennen. Oh, ich muss mal meine Waffe wegpacken. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, auf jeden Fall. Das ist sehr geil. Gefällt mir. I like it. Ah. Ja. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt noch ein bisschen, laufen jetzt da hinten noch ein bisschen im Wald rum und dann oben zu den Hochhäusern, oder? Ja, wenn wir jetzt nach dem Norden laufen wieder, dann kommen wir nach Mogilewka. Also jetzt gehen wir erst noch ein Stückchen weiter hier geradeaus. Und dann kommen wir, wie gesagt, zu diesem Kopytosee. Da war übrigens ein Helikopter-Spawnpunkt in der Daisy-Mod. Okay. Wir hatten, also ich hatte vor ganz langer Zeit, die Daisy-Mod hatte ich dann gesehen gehabt, auch über YouTube. Und das hat mir halt irgendwie überhaupt nicht so zugesagt, also optisch halt schon gar nicht. Hab dann damals die Finger davon gelassen. Und dann hatte ich, ich weiß nicht, die ersten 2-3 Videos von der Standalone gesehen und war halt fasziniert. Dann habe ich in so einen 8-Stunden Livestream gesehen, wo dann der Mr. M, Von Mr. M, ja. Ja, der Mr. M, ja. Der Moondai und Pete Smith halt zusammen gespielt haben. Ich sag jetzt einfach den Namen, du hast sie ja jetzt auch gerade heute mehr oder weniger aufgedeckt. Fand ich halt auch sehr geil, können wir gleich noch was zu erzählen.
Und fand das halt so geil. Und dann sagte ich irgendwie kurz vor Weihnachten zu Jubi, hier, das will ich spielen. Also Anfang des Jahres will ich das spielen. Und dann will ich das aufnehmen und will das auf YouTube hochladen. Ja, und dann hat das irgendwie, ich glaube, ich bin dann pennen gegangen und dann kam Juppi, ja, ich hab hier, guck mal hier, ich hab schon, wollen wir spielen? Und dann, ja, ziemlich geil. Dann haben wir halt gesagt, wir zocken das halt ein paar Tage. Juppi, abbiegen. Zocken das halt ein paar Tage und dann ging das halt bei uns direkt mit Moondai los. Ne? Also sprich, das, was das Video, was du vorhin in den Kommentaren für alle anderen Zuschauer, Folge 27 ist das. Mr. M, oder wer ist Mr. M und Mr. M und seine Gang? Moment, an dem sie waren wir schon, aber komm, wir applaudieren trotzdem. F5, Fluppi, wo auch immer du bist, da. Genau, an dem Punkt, da war so ein Hubschrauber-Spawnpunkt in der Mod. Und wenn man hier geradeaus weiterläuft zu diesem Gipfel, da haben wir ein Zeltlager gehabt in der Mod. Und jetzt, wenn wir hier Richtung Norden weiterlaufen, da kommen wir nach Mogilevka. Das ist halt phänomenal. Das ist kaputt. Okay, man weiß ja noch nicht, ob die Spawns gleich sind, ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Wäre zu langweilig, finde ich. Ja. Nochmal auf das Thema eben zurückzukommen. Dann können wir das halt noch kurz vollständig beenden. Sprich, das war halt auch unser DayZ-Anfang, ja. Also sprich, auf dem Server gejoint, haben da irgendwie 2-3 Tage gezockt. Ja, und dann kam es halt zu dem gewissen Video, was du halt auch von den Kommentaren gelinkt hast. Wir halt unter Dauerbeschuss, ich bin halt gestorben, irgendwie, weiß ich, bestimmt eineinhalb Stunden oder was, geschossen. Oder gegen diese Fünfergruppe gespielt. Und dann bin nur gerade über Balota gespawnt und bin dann halt in die Arme von Moondai gelaufen. Echt, du hast echt aus Zufall genau das Video gepostet? Er hat vorhin in die Kommentare genau das Video gepostet, was ich dir halt gezeigt hatte, vor ein paar Tagen. Oder nein, ich hab das Video schon gekannt, da habe ich noch nicht einmal gewusst, dass es Nacktmullen Gaming gibt. Und was du dann irgendwo in deinem Video das gesagt hast, dass du irgendwo in Balota warst und irgendwie eine Quest abgegeben hast, habe ich mir sofort an das Video erinnert. Das ist schon geil. Krass. Guck mal, ein Hase! Hallo! Ist das ein Hase? Ja, der Hase, der ist leider bloß kleinseitig. Berserker, wir sind im Wald. Wir haben Hasen gesehen. Hast du schon Bären gefunden? Also B-E-E-R-N. Also ich bin hier der Bär. Nicht Bär, der Bären, also. Es soll doch Bären geben. Hast du schon welche gefunden? Ah, die Bären zum Pflücken. Mit die Bären, B-E-E-R. Bären halt. Nein, ich kenne jetzt wirklich jede Pflanze. Ich weiß sogar, dass irgendwo diese Schopftintlinge gibt. Aber die Bären habe ich noch nicht gefunden. Okay, dann ist ja schon mal gut, weil die hat, glaube ich, noch keiner gefunden. Aber in dem Patch Notes steht das ganz klar drin. Dann kannst du es mal zur Aufgabe machen für unsere Zuschauer. Ja. Sollen Bären finden. Jetzt geht Berserker noch 8 Tage los und sucht Bären, weißt du? Ja. Nee, aber das fand ich. So, da oben haben wir Mogilevka. Fand ich vorhin oder heute Mittag, das fand ich halt schon sehr witzig, dass du da direkt das Video wusstest, welches das war und das dann halt gelinkt hast. Fand ich schon cool. Das Schlimme ist halt zwischen dieser Aufnahme. Also ich glaube, diese Aufnahme ist irgendwann am 30.12. passiert. Und das ist ja jetzt bei ihm erst rausgekommen. Also da ist ja schon eine ganz gute Spanne mit bei. Aber ich habe irgendwie Anfang Januar. Ich habe extra auf das Hochladedatum von Moondai geschaut. Also draufgeladen wurde ist am 20.01. Naja. Es ist ja trotzdem das ist eine. Gut, aber der wird es auch vorspielen, ne? Klar. Das Ding ist, ich hatte schon mal Anfang Januar hatte ich von ihm einen kleinen Ausschnitt bekommen. Da war ich halt bei ihm im Livestream gewesen und da begrüße ich die Jungs halt, ne, wie ich halt immer bin, mit Moin Moin, und da ist ihm halt von meinem Namen direkt ins Auge gefallen. Weil wir hatten uns an dem Abend halt auch verloren gehabt. Also sprich, wir hatten quasi Kontakt nur von geh du Newton, ich unterhalte mich noch kurz. Von irgendwie 10 Minuten, eine Viertelstunde oder was. Und dann bin ich halt schon wieder gestorben. Und dann ja, habe ich so einen Mini-Ausschnitt von dem Video bekommen, was da ungelistet auf YouTube ist.
Und ich habe halt gedacht, dass das dabei bleibt, das irgendwie. Und deswegen haben wir uns dann nicht. Der ist schon gelootet worden hier. Juppie ist da drin. Achso, der Juppie ist drin. Du kannst abschießen. Ja. ich möchte jetzt gar nicht weiterlaufen. Ich möchte mich kurz verabschieden, weil 25 Minuten auf der Uhr. Ich würde sagen, ich bedanke mich für die erste Folge. Besser gesagt, schön tschüss. Ich sag, lasst irgendwie noch einen Kommentar da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Ansonsten bewertet das Video positiv oder negativ, also mit dem Daumen nach oben, nach unten, links, rechts, ne, wie ihr wollt. Und schaut irgendwie auf Facebook und Twitter vorbei. Ich würde sagen, ich bin fertig. Berserker, sag schon tschüss. Ja, also wenn meine Familie das nicht liked, dann gibt's Ärger, gell? Sehr gut. Das wird schon. Also ich glaube dran. Kannst jetzt mal winken, dann oder QE, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen rumzappeln. Fein. Ja. Oh, Juppie, noch kurz. Oh, Juppie, sag schon tschüss. Alles klar. Längste Aufnahmebeendigung ever. Ich sag auch schon tschüss, bis zum nächsten Video.